Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Sind Sie ein Streitschlichter, ein Streitberuhiger oder einer, der nochmal Öl ins Feuer gießt? Streit ist was sehr Belastendes. Vor allem, wenn man selber involviert ist, dann muss man auch schauen, was ist mein Anteil und was ist der Anteil von den anderen, wie komme ich da wieder raus, wie kann ich mit Konflikten so umgehen, dass ich auch innerlich halbwegs unbeschadet bleibe und dass ich aus den Konflikten wirklich auch für mich was lerne, dass ich nicht alles immer wieder wiederhole, dass ich nicht in eine Endlosschleife einsteige. Das sind alles Dinge, die im persönlichen Konflikttraining für einem selbst wichtig sind, dass man aussteigt. Ich möchte jetzt aber gar nicht so sehr aufs Persönliche schauen, sondern schauen, wenn Sie zu einem Konflikt dazukommen und wenn Sie einen Konflikt wieder beruhigen sollen, ja, wenn Sie der außenstehende Dritte sind, zumindest mehr oder weniger außenstehender Dritter, zum Beispiel, wie kann ich, wenn meine zwei Kinder streiten, wie kann ich die so wieder beruhigen, dass sie wieder sich vertragen. Oder wie kann ich, wenn Arbeitskollegen sich in den Haaren liegen, da als außenstehender Dritter vermittelnd eingreifen? Oder wie kann ich als Lehrer, wenn ich sehe, da gibt's Schüler, die miteinander jetzt raufen, wie kann ich da gut vermitteln? Weil das, was nie eine gute Idee ist, ist mit Macht reinfahren. Oft bin ich ja dann als Elternteil der Stärkere und fahre Vollgas rein oder auch als Vorgesetzter fahre ich Vollgas rein oder als Lehrer. Also ich nütze immer meine Macht aus und versuche dann mit Macht die beiden ruhig zu stellen, ja, und ihr streitet nimmer. Also das ist das, was 99% bei einem Streitschlichten passiert, ja. Ausgenommen natürlich bei Gericht. Bei Gericht ist der Richter automatisch der Mächtige und die anderen befetzen sich dann, ja, und versuchen durch wortgewandte Reden dann eben den Richter umzustimmen und der wiegt dann hin und her und entscheidet dann. Weil er die Möglichkeit hat, eben Recht zu sprechen und damit automatisch die Macht hat, ist das dann auch noch einmal anders. Damit wird das auch ein Stück institutionalisiert und in Bahnen gelenkt, ja, wo man sich dann schon auskennt, wo man schon weiß, was passiert, wo man sich seinen Verteidiger mitnehmen kann und wo man versucht, sich aufzumunitionieren mit guten Argumenten. Das meine ich jetzt auch nicht. Also hat schon alles seine Berechtigung. Aber worum es jetzt geht, ist, ich komme dazu und es streiten zwei. Und da ist jetzt dann die Frage, ob ich überhaupt das Recht habe, mich einzumischen. Weil es kann sein, dass die zwei sagen, halt dich da raus, das ist unsere Sache, ja, mach dich nicht wichtig und misch dich nicht ein. Wir machen das schon unter uns aus. Wir brauchen nicht einen Mächtigen von außen. Und deshalb ist ja das Wichtige bei einer gewaltfreien Kommunikation, dass wenn ich dazu komme und auch die Macht hätte, wie als Lehrer oder als Elternteil, dann eben die Macht nicht gleich ausspiele, sondern versuche, mich einzubringen, ohne gleich Teil des Systems zu werden. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil wenn ich da gleich mitmische und gleich Partei ergreife für einen, also ohne jetzt die Macht zu ergreifen, ja, und zu sagen, Ruhe jetzt, ja, sondern indem ich sage, ja, ich finde eigentlich auch, dass der Schwächere jetzt Recht hat und das ist unfair, das hat dann auch keinen Sinn, weil dann ist der andere sofort beleidigt und wird sagen, hallo, was mischst du dich ein? Jetzt holt sich der Schwächere eine Verstärkung und zwei gegen einen ist unfair, also geh wieder. Also wie kann ich mich einbringen, ohne dass ich gleich wieder rausfliege und ohne dass ich mich auf eine Seite schlage? Auch selbst wenn ich vielleicht sofort sehe, da gibt's einen eindeutigen Unterlegenen und einen eindeutigen Überlegenen und wahrscheinlich hat der Unterlegene Recht, könnte sein, auch wenn ich mir das denke, dann ist es nicht
gut, wenn ich mich gleich zum Unterlegenen dazugeselle und ihn versuche zu unterstützen, weil dann ist das Machtgefälle sofort wieder ungleich und damit bin ich gleich wieder draußen. Also, das heißt, wenn ich dazukomme und ich sehe, da streiten zwei, und die kommen offensichtlich nicht weiter, dann ist der erste Schritt, dass ich überhaupt mal frage, ob es okay ist, dass ich mir mal beide Seiten anhöre, ob sie überhaupt mich einbeziehen wollen. Wenn sie mich nicht einbeziehen wollen, ja, dann ist eh keine Chance. Wenn mich nur einer von den beiden einbeziehen will, dann muss ich trotzdem noch fragen, ob der andere, der mich nicht einbeziehen will, es okay findet, wenn ich neutral bleibe, dass ich mir das mal anhöre. Und da ist eben ganz wichtig, dass ich gleich sage, ist es okay für dich, älterer Bruder zum Beispiel, der die jüngere Schwester gerade haust, ja, wenn ich mir jetzt das anhöre, was die jüngere Schwester zu mir als Vater eben jetzt sagt, weil ohne dass ich jetzt noch Partei greife, ich möchte es mir nur mal anhören, ob das okay ist. Und wenn der ältere Bruder sagt, nein, und das ist geht gar nicht und du haltst dir immer nur zu der Kleinen und so weiter, was sage ich dann drauf? Eine Möglichkeit wäre zu sagen, gut, dann sag du doch, wie du es siehst. Weil dann beziehe ich ihn so ein, dann kann er auch mal sagen, und damit bin ich jetzt schon auch mit dabei. Das ist ein bisschen ein Trick, aber dann bin ich wahrscheinlich dabei, weil er sich ernst genommen fühlt. Das heißt, ich muss immer bei dem, der nicht will, dass ich als außenstehender Dritter mitmache, und versucht dann auch einen Streit zu schlichten, ja. Das darf ich ja nicht so offiziell machen, weil wenn ich quasi als Richter oder als Polizist komme, ja, dann ist eh klar, dann ziehe ich mir das mit Macht durch und das ist dann mehr oder weniger einfach. Ja. Ich entscheide dann, wie es ist und der Rest ist dann gefälligst so, dass es alle zustimmen müssen. Ansonsten komme ich nochmal mit Macht. Also das ist nicht der Weg, den ich jetzt meine. Also in dem Fall wäre ich den, der nicht mit mir eigentlich reden will, versuchen zu motivieren, dass er mit mir spricht und dass er aus seiner Sicht jetzt sagt, was das Unfaire war, warum er jetzt da eben zum Beispiel die kleinere Schwester kaut hat. Wenn das funktioniert, dass er einsteigt, habe ich fast schon gewonnen und ist der Streit schon auf einem guten Weg geschlichtet zu werden. Schwieriger ist es, wenn der sagt, na, schlecht dich, Papa, ich brauche dich jetzt nicht. Ich mache das schon mit meiner Schwester aus. Ja? Dann habe ich eigentlich recht wenig Chance und muss eigentlich wieder gehen. Außer ich sage, gut, ich schweige und ich bleibe einfach schweigend dabei. Ich höre euch einfach zu, wie ihr das klärt untereinander. Dann kann er schlecht sagen, na, das will ich nicht, ja, sondern gut, dann bin ich zwar nicht zufrieden, aber von mir aus hörst halt zu. Und ich mische mich auch nicht ein, ich höre wirklich nur zu und nehme nur wahr, wie die zwei tun. Und dann kann es sofort sein, weil ich eben der stille Anwesende bin, der sich auch wirklich nicht einmischt, dass sofort sich die Dynamik ändert und dass die beiden dann sich beruhigen und dass schon einfach nur durch meine stille Anwesenheit ein Streit geschlichtet werden kann. Wenn das so ist, dass die überhaupt nicht mich wahrnehmen, ja, weil ich so Vollgas drinnen sind, dass die weiter fetzen und ich so wie völlig unnötig und zufällig da bin, ja, dann ist der nächste Schritt zu schauen, geht das gut für den Schwächeren? Ist es in Ordnung? Haltet der Schwächere eh noch aus? Weil ich bin ja dann da und ich beobachte es und ich könnte theoretisch jederzeit dann auch mit Macht eingreifen, ich könnte den Schwächeren schützen, wenn es so wäre. Da ist dann ein bisschen kritisch, da müsste man dann wirklich konkret im Einzelfall dann reingehen. Aber oft ist es so, dass es sich dann doch relativ schnell beruhigt und dass der Schwächere, wenn der nicht weiter weiß, wendet er sich dann eh zu mir als stillen anwesenden Dritten und bietet mich dann um Hilfe. Und damit bin ich drinnen. Damit bin ich halt leider nicht als Neutraler drinnen, sondern als Parteiischer beim Schwächeren und kann jetzt dann nicht Streit schlichten, außenstehend neutral, sondern dann ist es halt eben 2-1. Und dann muss ich auch mich entscheiden, ob ich mich jetzt auf die Seite des Schwächeren stelle, nicht mit Macht, sondern eher als Schutzfunktion. Und wenn ich dann sage, ja,
ich beschütze dich und wir können jetzt da ihn nicht überzeugen. Er ist da jetzt dazu sehr in Rage und zu verärgert. Können wir jetzt nichts machen, aber lassen wir es mal so stehen, geben wir ihm mal Zeit oder ihr, dass sie runterkommen kann, dass sie sich entspannen kann und dann können wir schauen, ob wir uns dann wiederfinden. Noch einen letzten Satz zum Konflikt austragen untereinander. Es gibt immer drei Möglichkeiten, wie ein Konflikt austragen. Das eine ist Vollgas, wer ist stärker? Das ist dann eine symmetrische Eskalation. Es wird immer noch ärger, noch ärger, noch ärger. Also die Faustschläge, jetzt im härtesten Sinn, werden immer noch fester, bis die blauen Augen immer noch größer werden. Und das ist oft keine gute Idee, weil am Schluss gibt es zwei Schwerverletzte und der Konflikt ist nicht gelöst. Der zweite Weg ist Rückzug von einem der beiden, die im Streit sind. Was scheinbar so scheint, wie wenn der verloren hätte, weil wer schweigt, stimmt zu und wer abhaut, hat verloren. Aber dadurch kann ich Distanz gewinnen, dadurch kann ich Ruhe finden und kann dann nachher wieder dazukommen und das dann vielleicht ruhiger besprechen. Und der dritte schlechteste Weg ist eben der Todstellreflex, dass ich irgendwie starr bin, nicht mehr weiß, was ich sagen soll, mich abwatschen lasse, innerlich irrsinnig aggressiv wäre und aus dem Todstellreflex irgendwann mal, wenn es mir zu viel wird, so ausflippe, dass ich dann mit dem Messer auf den anderen zugehe. Weil ich das vorher so verdrängt habe, unterdrückt habe, versucht habe, mich zu verstecken und das nicht wahrzunehmen versucht habe. Deshalb ist oft gescheiter zu fliehen, also sprich auf Abstand gehen, auf Distanz gehen. Das ist nicht Flucht im negativen Sinn, sondern es ist positiver Schutz, um rauszukommen. Und ein außenstehender Dritter, der versucht, Streit zu schlichten, hat die Möglichkeit, das zu wahrzunehmen, wie weit sind die schon in dieser Konflikteskalationsstufe. Da gibt es ja mehrere Eskalationsstufen, immer ärger und kann auch dann, wenn er wirklich sieht, das ist schon gefährlich, auch eingreifen und sagen, beruhigt euch einmal, geht's mal auseinander, lasst es einmal so stehen und auch den Schwächeren mal quasi mitnehmen und schützen. Auch wenn er vielleicht nicht gleich will, aber nachher ist er dann eh froh und danach kann man den Streit dann hoffentlich mehr auf der Sachebene und nicht so sehr auf der Beziehungsebene, mehr auf der Inhaltsebene und nicht auf der emotionalen Ebene dann vielleicht nachbesprechen und beruhigen und klären. Alles Gute für all Ihre Streitschlichtungen.